بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Let's begin with the Lebensgeschichte unseres Propheten عليه الصلاة والسلام zu sprechen. وذكرنا أنه قبل الدراسة لابد من معرفة أمور، منها لماذا ندرس السيرة النبوية. Und bevor wir uns mit den Inhalten beschäftigt haben, wollten wir verstehen, wieso wir uns überhaupt mit der Lebensgeschichte beschäftigen. لابد أن تعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمور، وبهذا تدخل في الدين الإسلامي، لأن الدخول في الدين يكون بشهادة أن لا إله إلا الله، هذا قسم من أقسام الشهادة. القسم الثاني شهادة أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. Schon weil wir Muslime sind, müssen wir gewisse Dinge über unseren Propheten عليه الصلاة والسلام wissen, und jeder, der das Glaubensbekenntnis ausspricht und dadurch Muslim wird, muss einige Dinge über diesen Propheten عليه الصلاة والسلام wissen. Und wenn er sagt, dass Muhammad der Diener und Gesandte Allahs ist, der Diener, das heißt jemand, der nicht angebetet wird, sondern jemand anderen anbetet, und dass er der Gesandte ist, der nicht abgelehnt werden darf. والذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بهذا نسأل الله عافية والسلام الضلال. Und wer den Weg des Propheten عليه الصلاة والسلام verlässt, der befindet sich dann, möge Allah uns davor bewahren, klar auf einem Irrweg. وأمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتأسى به إلا بتعلم السنة. نعم. Und uns wurde befohlen, ihn zum Vorbild zu nehmen. Und wie will man sich jemanden zum Vorbild nehmen, außer wenn man über ihn Bescheid weiß? إذا كان ليس في شيء من في قلب المرء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أنه هذا هو الكفر الأكبر. نعم. Man muss den Propheten عليه الصلاة والسلام lieben, und das kann man nur, man kann nur Liebe in seinem Herzen haben, wenn man etwas über eine Person weiß. Und wenn man keine Liebe in seinem Herzen hat, dann ist das eine große Form von Kufr. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال لك قائل لماذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ Wieso lieben wir den Propheten عليه الصلاة والسلام؟ نقول لأنه رسول الله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل مخلوق. Weil er der Gesandte Allahs ist, und wenn du Allah liebst, dann ist es nur logisch, dass du auch seinen Gesandten liebst, und zwar mehr als jedes andere Geschöpf. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله سبحانه وتعالى سببا بأن كل خير يأتيك في الدنيا أو في الآخرة سبب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. Alles, was dir an Gutem geschieht, beziehungsweise auf dich zukommt an Gutem, ob diesseitig oder jenseitig, der größte Grund dafür ist letztlich der Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام. ولما قام به عليه الصلاة والسلام من بذل غاية جهده في تبليغ هذا الدين. نعم. Und der Prophet عليه الصلاة والسلام hat die größte Anstrengung darauf verwendet, diese Religion zu verbreiten und uns anständig zu sein. ولما آتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال. Belieben auch für das, was Allah ihm an gutem Benehmen und Charaktereigenschaften gegeben hat. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ لو قال لك قائل كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ نعم. Jetzt fragt vielleicht jemand, ja, aber er ist jetzt verstorben. Wie sollen wir ihn denn jetzt noch lieben? محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تكون بتعلم السنة. Die Liebe besteht jetzt darin, dass wir seine Sunna und sein Leben lernen. والعمل بها. Und danach handeln. والدعوة إليها. Und dazu aufrufen. والذب والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Und sie verteidigen. بعد هذا ذكرنا أي الكتب نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Dann haben wir erwähnt, welche Bücher und mit welchen Büchern wir uns beschäftigen in diesem Themenbereich. نبدأ بالمختصرات قبل المطولات. مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من 100 بيت تسمى المنظومة المئية، يعني تحتوي على 100 بيت مختصرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Man fängt wie immer mit etwas kurz zusammengefasstem an, und in diesem Fall ist es ein Gedicht, das aus 100 Versen besteht und dementsprechend auch genannt wird auf Arabisch das 100-versige Gedicht über das Leben des Propheten عليه الصلاة والسلام.
ذكرنا نسب النبي عليه الصلاة والسلام. Wir haben die Abstammung des Propheten عليه الصلاة والسلام erwähnt. ولد بمكة. Dass er in Mekka geboren ist. وهاجر إلى المدينة. Nach Medina ausgewandert. ولد في عام الفيل. Und im Jahr des Elefanten geboren ist. في يوم الاثنين. An einem Montag. ربيع الأول. Im Monat ربيع الأول. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأنواع الابتلاءات في هذه الدنيا، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتسخط ولم يتطير، بل تفاعل عليه الصلاة والسلام، نعم، وصبر، نعم. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Prophet عليه الصلاة والسلام vielen verschiedenen großen Prüfungen ausgesetzt war, aber das hat ihn nie dazu geführt, Zorn zu verspüren oder wütend zu sein auf sein Schicksal. Vielmehr war er optimistisch und zuversichtlich in Bezug auf Allah. وبهذا لابد أن تعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء. Und daraus kannst du verstehen, lieber Bruder, dass dieses Leben hier von Prüfung geprägt ist. لأن بعض من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام عندما يحصل له شيء من الابتلاء يقول لماذا يحصل لها؟ حصل للأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذا. لابد أن تتعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء والآخرة هي دار الجزاء والعمل. نعم. Manch einer, der hier der Dua macht zum Islam aufruft, wenn ihn eine Prüfung trifft, dann sagt er: Wieso trifft mich das jetzt und wieso ausgerechnet mich? Aber wir haben ja gesehen, dass auch den Propheten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam das getroffen hat. Also das Leben hier ist eine Prüfung und das nächste Leben ist dann das Leben der Abrechnung, dem abgerechnet wird. Khalil al-Rahman. Wir haben gesagt, dass der Prophet Ali Sallallahu Alaihi Wasallam der Liebling von Allah ist. Khatam al-Anbiya wa Rusul alayhim as-salatu was-salam. Und der letzte und das Siegel der Propheten. Sayyid waladi Adam. Der Anführer und Herrscher aller Menschen. أعبد الخلق هو عليه الصلاة والسلام. أشجع الخلق. أتى الله سبحانه وتعالى حسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. وشهد له الله سبحانه وتعالى بهذا. Und Allah hat ihm die besten Charaktereigenschaften gegeben und auch darüber Zeugnis abgelegt im Koran, als er gesagt hat: Und wahrlich, du hast einen gewaltigen Charakter. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في غار حراء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم 40 سنة. Als das erste Mal die Offenbarung zu unserem Propheten عليه الصلاة والسلام in der Höhle von Hira kam, da war er 40 Jahre alt. نزل عليه الخمس الآيات الأولى من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Und das waren die ersten fünf Verse von der Sura 96 Al-Alam. ثم بعد هذا بهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي. ثم بعد هذا عندما نزلت عليه يا أيها المدثر كان بهذا رسول عليه الصلاة والسلام. Und durch diese Offenbarung wurde er zum Propheten, Nabi. Und als die ersten Verse von Sura 74 Al-Mudathir offenbart wurden, da wurde er zum Gesandten, zum Rasul. نعم. ثم بعد هذا ظل يدعو إلى توحيد الله منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله. نعم. Er hat seit dem Moment, in dem Allah ihn zum Propheten erklärt hat, bis zu seinem Tod zum einen Gottglauben aufgerufen. أنصح الخلق هو عليه الصلاة والسلام. Und niemand hat besser Ratschlag gegeben als der Prophet عليه الصلاة والسلام. لم يترك شيء يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولم يترك شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه. Alles, wodurch man Allah näher kommen kann, das hat er uns erklärt. Und alles, was uns von Allah entfernt, davor hat er uns gewarnt. أكمل الله سبحانه وتعالى به هذا الدين، فهذا الدين كمل لا يستطيع أحد أن يضيف هذا الدين شيء أو يبتدع فيه. Und diese Religion, diese Lebensweise Islam ist vollkommen und vollständig. نعم، أخذنا شيء من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. Wir haben ein wenig über die Schlachten und Kämpfe des Propheten عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في عدة، منهم من يقول أنها 27 أو 29. نعم، على اختلاف في هذا. Einige Gelehrte sagen, es waren 27, an denen er teilgenommen hat, und andere sagen 29. وأهم الغزوات. Und die wichtigsten von ihnen sind Badr. Badr.
وأحد وأحد والخندق und die Grabenschlacht وخيبر und die Schlacht von Khaybar وفتح مكة und die Eroberung von Mekka وتبوك und Tabuk وحنين und die Schlacht von هذه أهم الغزوات سبع غزوات diese sieben gelten als die wichtigsten der Schlachten des Propheten عليه الصلاة والسلام نعم قلنا أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ثلاث ذكور وأربع إناث Und wir haben auch gesagt, dass die Kinder des Propheten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam sieben sind, drei Jungs und vier Mädchen. كلهم مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها ظلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها نعم. Alle außer Fatima sind zur Lebzeit des Propheten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam verstorben. Sie starb sechs Monate nach ihm. القاسم وبه كان يكنى يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. القاسم ده älteste deswegen ist der Propheten Abu al-Qasim genannt. وإبراهيم وعبد الله. Und Ibrahim und Abdullah. وعبد الله يلقب بالطيب والطاهر. Und Abdullah hat die Spitznamen الطيب und الطاهر und der Gute und der Reine. وفاطمة. Und Fatima. وأم كلثوم. أم كلثوم. وزينب. زينب. ورقية. Und رقية das sind die vier. هؤلاء سبعة من الأولاد. نعم. أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. Wir haben auch über die Frauen des Propheten عليه الصلاة والسلام gesprochen und gesagt, dass sie alle die Mütter der Gläubigen sind. فالقرابة لأمهات المؤمنين هي قرابة الدين أعلى من القرابة التي تكون للنسب بينك وبين أمك. نعم. Die Verwandtschaft, die zwischen uns und ihnen besteht, ist die Verwandtschaft des Glaubens und diese ist höher anzusiedeln als die Blutsverwandtschaft. Somit ist diese Mutter der Gläubigen dir näher als deine eigene Mutter. نعم. ذكرنا ما يتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Wir haben über die Gottesdienste, die er verrichtet hat, gesprochen, عليه الصلاة والسلام. وأنه قام بهذا الدين أتم قيام. Und dass er die auf die vollständigste Art und Weise diese Religion وأدى الأمانة أي كل ما طلب منه من تبليغ الرسالة und dass er die Botschaft Allahs vollkommen überbracht hat وقام بأكمل نصح نعم للأمة und auf die beste Art und Weise der Umma Ratschlag gegeben hat وقام بكل أنواع الجهاد und dass er alle Formen des Jihad vollbracht hat وهذا من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذا الخلق العظيم. Und all diese Dinge sind eine große Barmherzigkeit von Allah, dass er uns solch einen Propheten gesandt hat. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ Was war das Erste, was der Prophet عليه الصلاة والسلام gemacht hat, als er von Mekka nach Medina ausgewandert ist? أول شيء يفكر فيه الإنسان في هذه الدنيا ما هو؟ Erste, woran ein Mensch denken sollte. في الغالب أن يفكر في الزوجة وفي السيارة وفي المنزل. نعم. Normalerweise oder oft ist es so, dass er an seine Ehepartner denkt, an sein Haus, an ein Auto. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة بنى المسجد. Das erste, was aber der Prophet عليه الصلاة والسلام gemacht hat, ist, dass er eine Moschee gebaut hat. وبعد هذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم حجرتين. حجرة لعائشة وحجرة لسودة رضي الله عنهما. هذه الحجرات قلنا أنها لا تتجاوز مترين في ثلاثة أمتار أو مترين في مترين لم يتغير شيء من مساحة هذه الغرفة منذ أن بعث إلى أن توفاه الله حتى بعد أن جاءت الأموال للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير شيء من مساحة هذه الغرفة نعم Und im Anschluss daran hat er zwei Zimmerchen bauen lassen, eins für Aisha und eins für Sauda. Und wir haben gesagt, dass diese Zimmer höchstens die Größe von 2 mal 3 Meter hatten. Und selbst als mehr Reichtum zum Propheten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam gelangte, hat er nichts an diesen Zimmerchen ändern lassen oder erweitern lassen, bis er verstorben ist. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الدنيا. Daraus erkennen wir, dass der Prophet Ali Sallallahu Alaihi Wasallam nicht an diesseits interessiert war. بل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام خير بين
أن يكون في هذه الدنيا كملك من الملوك أو يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار الله سبحانه وتعالى. نعم. Am Ende seines Lebens wurde er vor die Wahl gestellt, ob er weiterleben möchte als ein großer König, der Könige dieser Welt, oder ob er lieber zu Allah zurückkehren will. Und hat Allah gewählt. As-Sahaba radhiyallahu alayhim. Die Gefährten unseres Propheten alles anders. عرفوا مقدار وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغلوا فيه بل توسطوا فيه عليه الصلاة والسلام. Sie haben die Stellung des Propheten عليه الصلاة والسلام richtig verstanden und was er für ein Ansehen genießen muss, ohne darin zu übertreiben. أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. Sie haben ihm Folge geleistet. واجتنبوا ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. Und sich ferngehalten von dem, was er verboten hat. وعظموا النبي صلى الله عليه وسلم. Und sie haben ihn hoch respektiert. كان بعض الصحابة لو قيل له صف لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استطعت أن أصفه، يعني لو قال لو قيل لأحدهم أذكر لنا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استطيع، لا أستطيع، لأنه ما استطاع أن يرفع عينيه في النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له توقيرا له عليه الصلاة والسلام. نعم. Einige der Sahaba, wenn du sie gefragt hättest, beschreib mir mal den Propheten عليه الصلاة والسلام, wie er genau ausgesehen hat, dann hätten sie es nicht machen können, weil sie aus Ehrfurcht und aus Respekt vor ihm nie ihn direkt angeschaut haben. أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. Sie haben ihn sehr geliebt. بل كان أحدهم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده ويضع جسده للسهام. نعم. Sie waren bereit, ihre eigenen Körper als Schutzschilder für den Propheten عليه الصلاة والسلام gegen Pfeilbeschuss einzusetzen. مرأة فقدت زوجها ووالدها وابنها ولم تسأل عن هؤلاء حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اطمأنت. نعم. Eine Frau hat ihren Mann, ihren Sohn, ihren Vater verloren, alle auf einmal. Aber das hat sie nicht interessiert, solange sie nicht den Propheten عليه الصلاة والسلام gesehen hat. Und als sie ihn gesehen hat, hat ihr Herz sich beruhigt. نصر النبي صلى الله عليه وسلم. Sie haben ihn geholfen und unterstützt. بأنفسهم وبأموالهم. Mit allem, was sie in Besitz hatten und mit ihrem Körper. رجال صدقوا مع عهد الله عليه. Es sind Männer, die das eingehalten haben, was sie Allah versprochen haben. رضي الله عنهم ورضوا عن قدم الله سبحانه وتعالى رضاه على هؤلاء على الصحابة رضوا الله عليهم. نعم. Und im Koran sagt Allah, dass er mit ihnen zufrieden ist und dass sie mit ihm zufrieden sind. Also er hat seine Zufriedenheit vor ihrer Zufriedenheit an ihn gestellt. يكفي هؤلاء شرف أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. Und es ist Ehre genug für sie, dass Allah sie ausgewählt hat als Begleiter und Gefährten des Propheten عليه الصلاة والسلام, denn er will nur die Besten der Besten dafür auswählen. فالذي يطعن في الصحابة رضي الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة. Und wer die Gefährten beschimpft oder anzweifelt oder an ihrer Wahrhaftigkeit zweifelt, der hat in Wirklichkeit einen Angriff auf Allah und seinen Gesandten und die Religion des Islams gestartet. طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. Ein Angriff auf Allah, weil er ja die Sahaba ausgewählt hat als Gefährten. وطعن في دين الله لأنه لقل لنا الدين ولا يمكن أن نطعن فيهم لأننا لو طعنا فيهم معنى هذا أن نطعن في الدين الذي وصل إلينا. Und es ist auch ein Angriff auf den Islam, weil sie ja diejenigen sind, die uns den Islam überliefert haben. Und wenn man sie anzweifelt, dann zweifelt man letztlich an der Religion. وطعن في رسول الله لأن المرء على دين خليله ورضي بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أصحابا له. Und es ist ein Angriff auf den Propheten عليه الصلاة والسلام, weil es so ist, dass der Mensch die Lebensweise seiner besten Freunde annimmt. Und er hat sie akzeptiert und war zufrieden mit ihnen als beste Freunde. ولهذا عندما ذكرنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا من؟ ذكرنا الصحابة رضوان الله عليهم. Deswegen ist es auch so, dass wir jetzt, wenn wir über das Leben unseres Propheten عليه الصلاة والسلام sprechen, dass wir auch die Sahaba erwähnen. وطعنهم في الصحابة وهذا واضح.
Und natürlich, wer sie angreift, das ist ja klar, dass es direkt ein Angriff ist. فالواجب أن نذكرهم بالجميل ونذكر حسنات هؤلاء ولا نتكلم بشيء فيهم. نعم. Deswegen ist es unsere Pflicht, dass wir auf die schönste Art und Weise über sie sprechen und ihr Gutes erwähnen und nichts Schlechtes über sie sagen. وبعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين أتم البلاء وأكمل الله سبحانه وتعالى به النعمة والفضل توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. Und nachdem der Prophet عليه الصلاة seine Aufgabe hier erfüllt hatte und die Botschaft des Islams überbracht hatte, hat Allah ihn sterben lassen. ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة أم المؤمنين عائشة. Und er wurde im Zimmer von عائشة رضي الله عنها begraben. وهذه الحجرة قطعا أنها خارج المسجد النبوي. نعم. Und dieses Zimmer, wie wir auch vorher gesagt haben, ist außerhalb von der Moschee des Propheten عليه الصلاة والسلام. وأجمعت الأمة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. Und die Gesamtheit aller Muslime ist sich einig darüber, dass der erste Kalif Abu Bakr der As-Siddiq ist. ثم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Und der zweite Umar ibn al-Khattab. ثم عثمان رضي الله عنه ابن عفان. Bitte Uthman ibn Affan. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. Der vierte Kalif ist Ali ibn Abi Talib. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة أو قدم أحدهم على الآخر فهو ضال كافر كفر أكبر لأنه خالف إجماع الأمة. نعم. Und wer das Kalifat von einem von ihnen anzweifelt von diesen vier, der ist in die Irre gegangen und hat in Wirklichkeit auch einen Akt des Unglaubens begangen, weil er ja die Meinung der Gesamtheit der Muslime anzweifelt. ذكرنا أيضا ما يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في داخل البيت أو في الخارج أو فيما يتعلق بتلقي الوحي من جبريل عليه السلام. نعم. Wir hatten auch einige Dinge dazu erwähnt, wie der Prophet عليه الصلاة والسلام sich sowohl innerhalb des Hauses als auch außerhalb und in Bezug auf die Offenbarung verhalten hat. يلبس ما يلبس الناس. Er hat angezogen, was die Menschen dazu angezogen haben. ولم يتميز عن الصحابة رضي الله عليهم لا بركوب ولا بلباس ولا بمشي ولا ببيت ولا بشيء. Und er war durch nichts Äußerliches, weder eben Kleidung noch ein besonderes Reittier oder eine bestimmte Art zu laufen, durch von den Sahaba zu unterscheiden. تواضع لله فرفع الله سبحانه وتعالى. Er war bescheiden für Allah und so hat Allah ihn erhöht. وكان يتعامل مع الصحابة رضي الله عليهم. يعود مرضاهم. Er hat ist gut umgegangen mit den Gefährten des Propheten عليه الصلاة والسلام und hat die Kranken besucht von ihnen. ويتبع جنائز الصحابة رضي الله عليهم. Und er ist hat den Totenzügen gefolgt von ihnen. ويتدارس معهم ويتكلم معهم ويمشي معهم ويسأل عن أحوالهم ويتفقد كل واحد منهم. Und er hat mit ihnen gesprochen, sich mit ihnen unterhalten, ist mit ihnen gegangen, wenn sie etwas brauchten. Und er hat nach ihnen gefragt, wenn sie nicht mehr da waren. ويدافع عنهم عليه الصلاة والسلام. Und er hat sie verteidigt. ويدعو لهم. Und Bittgebete gesprochen für sie. وأمر بالثناء عليهم. Und hat dazu angehalten, dass man gut über sie spricht. نعم. قلنا شهد له الكفار قبل وبعد البعثة بأنه الصادق الأمين حتى وإن كانوا بعد البعثة قد تكلموا فيه لكن كانوا في الواقع يعطوه الأمانات وما إلى ذلك. نعم. Selbst die Nichtmuslimen, schon bevor er zum Propheten wurde, haben bezeugt, dass er wahrhaftig ist und dass er vertrauenswürdig ist. Und das haben sie vor und nach seiner Entsendung dadurch gezeigt, dass sie ihre wertvollen Güter an ihn zur Aufbewahrung gegeben haben. نعم. لو تنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في منزله. نعم. في بيته. نعم. Lass uns noch einen Blick werfen auf sein Verhalten innerhalb des Hauses. حسن العشرة. Er hat seine Familie gut behandelt. العدل بين الزوجات. Und war gerecht
zwischen den verschiedenen Frauen. يقوم بشؤون أهله يساعد الزوجات. Und hat zu Hause geholfen und hat den Frauen geholfen in ihren Angelegenheiten. الإحسان إليهن. Er hat sie immer auf die beste Art und Weise behandelt. حتى بعد الوفاة فكان عليه الصلاة والسلام يصل صاحبات خديجة رضي الله عنها. نعم بعد موتها. نعم. Selbst nach ihrem Tod, so hat er zum Beispiel den Kontakt aufrechterhalten zu Freundinnen von Khadija رضي الله عنها. يفي بالعهود عليه الصلاة والسلام. Er hat die Abmachungen eingehalten. يؤدي الأمانة إلى أهلها. Und alle Vertrauensgüter zurückgegeben demjenigen, dem sie zustehen. كان صادقا عليه الصلاة والسلام. Er war immer ehrlich. حريصا على تعلم وتعليم هذا الدين. Und er war sehr bedacht darauf, den anderen die Religion beizubringen. تنظر في حاله عليه الصلاة والسلام في سنته. فأنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس ما هو يعني غالي من الثياب ولا يلبس ما يلبس بعض من يتصنع التقوى والزهد. نعم. Seine Kleidung beispielsweise war weder überteuert noch war sie so billig, dass das ist eine zur Schaustellung von besonderer Entsagung dieser Welt dargestellt hätte, wie es manche Leute machen. إذا تكلم لا يتكلم بشيء إلا ويتكلم عليه الصلاة والسلام بشيء يفهم عنه، يعني لم يأتي بأشياء أو أمثلة لا تفهم وغير محسوسة ملموسة. Wenn er gesprochen hat, dann hat er auf eine Art und Weise gesprochen, die verständlich war, so dass die Leute um ihn herum ihn verstehen konnten. يعيد الكلام أحيانا ثلاث مرات حتى يفهم ويعقل عنه. Er hat manchmal einige Dinge wiederholt, dreimal wiederholt, damit die Leute sie sich besser einprägen konnten. لم يأتي معلما للأمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. Es gab keinen Lehrer wie ihn. يعمل عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم الناس. Und er war ein Mensch, der selbst gehandelt hat und Taten vollbracht hat, bevor es anderen beigebracht. بل عمل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو أكمل عمل. نعم وهذا معنى شهادة أن محمدا عبده أي أنه أعبد الخلق. Und wir haben gesagt, dass niemand bessere und vollkommenere Taten vollbracht hat als der Prophet عليه الصلاة والسلام. Und haben gesagt, das ist die Bedeutung, wenn man bezeugt, dass er der Diener Allahs ist, dass er also derjenige ist, der Allah am besten von allen angebetet hat. وعندما ظن أناس أن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيها شيء، وقال أحدهم أما أنا أقوم ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر. ولا أفطر وقال الثالث وأما أنا فأتزوج النساء قال عليه الصلاة والسلام نعم. Und als einige Leute um ihn herum seine Taten vielleicht etwas gering geschätzt haben, da haben sie gesagt, ich werde beten nachts und nicht schlafen. Und der zweite hat gesagt, ich werde jeden Tag fasten und mein Fasten nicht brechen. Und der dritte hat gesagt, ich werde niemals eine Frau heiraten. نعم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب أي ترك سنتي أي طريقتي فليس مني تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. Da hat er ihm gesagt, ich bin der Gottesfürchtigste und Demütigste von euch und trotzdem bete ich und schlafe und faste ich und breche mein Fasten und ich heirate Frauen. Wer also sich von meiner Sunna abwendet, der gehört nicht zu mir. شهد له الله سبحانه وتعالى على صدقه بالشهادة القولية والشهادة الفعلية. نعم. Allah hat seine Wahrhaftigkeit bezeugt. الشهادة القولية أن الله سبحانه وتعالى أيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكان تأتي الآيات تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم. Und zwar in Wort, insofern als das der Prophet عليه الصلاة والسلام gehandelt hat und Allah hat ihn mit den Offenbarungen unterstützt. الشهادة الفعلية أن الله سبحانه وتعالى نصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه. Und in Tat, insofern als dass er ihn unterstützt hat und ihm geholfen hat, sodass er die Ziele erreicht und die Taten, die er erreichen konnte. كان عليه الصلاة والسلام رحيما بالمؤمنين.
Er war barmherzig gegenüber den Gläubigen. يتجاوز عن من أخطأ منهم. Und er hat denen verziehen, die Fehler begangen haben von ihnen. تعلمت الأمة منه كل ما يتعلق في هذه الدنيا سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب قضاء الحاجة نعم Alles was gut ist haben wir von ihm gelernt عليه الصلاة والسلام selbst wenn es Dinge die an sich diesseitig sind meint oder behandelt zum Beispiel hat uns sogar beigebracht wie wir uns auf der Toilette zu verhalten haben حتى ما يتعلق بالطب auch medizinische Angelegenheiten ما يتعلق بالطعام was sich das auf das Essen bezieht الأكل باليمين dass man mit rechts والشرب باليمين und man rechts trinkt والأكل مما يليه und von dem ist was in der Nähe von einem ist ويأكل بثلاثة أصابع und mit drei Fingern ist ولا ويأكل ثلث الطعام إلا نادرا und dass man nur ein Drittel seines Magen füllen sollte mit Essen außer in Ausnahmesituation وكذلك ما يتعلق بآداب النوم auch hat uns beigebracht wie wir uns verhalten und schlafen gehen والقضاء الفصل بين الخصوم und wie wir umgehen in Streitigkeiten zwischen Leuten wie wir die Streitigkeiten lösen والبيوع und im Handel وما يتعلق بأمور الدولة und im Staatswesen وشؤون الشؤون بين الزوجين وتربية الأولاد und Angelegenheiten zwischen den Eheleuten und in Bezug auf die Kindererziehung وكذلك ما يتعلق بالعبادات auch natürlich was die Gottesdienste angeht فهو عليه الصلاة والسلام هذه 23 سنة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الدين وضع الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات بركة نعم الله hat die 23 Jahre die der Prophet عليه الصلاة والسلام zur Religion aufgerufen hat gesegnet und sie vollgepackt mit sich فالواجب على الأمة التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام deswegen ist es unsere Pflicht dass wir uns an die Rechtsleitung des Propheten عليه الصلاة والسلام halten وبقدر المحبة يكون التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. Und je größer unsere Liebe ist, desto größer oder desto mehr werden wir uns nach seiner Rechtleitung richten. ويكون بإذن الله الجزاء من جنس العمل. Und die Belohnung wird entsprechend der Taten sein. فالذي يشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويدعو إليها ويذب عنها يكون الجزاء في يوم القيامة من جنس العمل. Derjenige, der die Sunna lernt und danach handelt und zu ihr aufruft und sie verteidigt, der wird im Jenseits auch entsprechende Belohnung bekommen. بأن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Wie er in diesseits diese Sunna zu getrunken hat und sie in sich aufgenommen hat, so wird er am Tag der Auferstehung vom Becken des Propheten عليه الصلاة والسلام trinken und das in sich aufnehmen dieses. والذي يخالف والذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السن في في الحياة يكون الجزاء من جنس العمل صلى الله عليه وسلم في الآخرة بأن يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب منه. Und wer sich in diesem Leben von seiner Sunna entfernt, der wird auch am Tag der Auferstehung von seinem Becken entfernt werden und nicht davon trinken. حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك الأكبر والأصغر. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat eindringlich gewarnt vor dem Schirk, groß oder klein. ومن الكبائر. Und vor den großen Sünden. ومن الصغائر. Und vor den kleinen Sünden. فالمراتب أربعة. Es gibt vier Stufen der Sünde. صغائر وأعلى من الصغائر كبائر. Kleine Sünde, darüber kommen die großen Sünden. وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. Und schlimmer als die großen Sünden ist der kleine Schirk. وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. Und noch schlimmer als der kleine Schirk ist der große Schirk. حذر من البدع عليه الصلاة والسلام والمعاصي. Er hat vor den Erneuerungen der Religion und jegliche Sünde gewarnt. ترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الدين وبين هذا الدين أتم بيان عليه الصلاة والسلام
als er uns zurückgelassen hat, da hat er uns mit vollkommener Klarheit zurückgelassen. Alles ist klar verständlich, was gut ist und was nicht gut ist. أمر عليه الصلاة والسلام بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الاجتماع وعدم الفرقة والتنازع. Er hat entsprechend dem Aufruf Allahs uns dazu aufgerufen, eine Einheit zu bilden und uns nicht zu spalten. وأن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. Und zwar eine Einheit zu bilden auf Basis dessen, was der Prophet عليه الصلاة والسلام uns gebracht hat. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به عليه الصلاة والسلام في جنة عدن وأن يجعلنا ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم